So, willkommen zurück zu Black and White 2. Und, ups. Mal die Counter wieder einstellen. Jetzt, ich sehe nur Schwarzbild. Ah, da sind wir auch wieder. Bei schon mal. Und jetzt. Sollten wir uns langsam mal angucken, was wir eigentlich diese Runde für Aufgaben haben. 20 Brüter bekehren, das können wir tun. Spielfeld auf fruchtbarem Boden, das können wir auch noch machen. Erz sammeln, erobere das Land, indem du beeindruckst oder eroberst. Alles schnell. Bau ein Mythenwunder. Du kannst mehrere Verschönerungen eines Typs bauen. Erreiche den Status einer Großstadt mit 300 Einwohnern. Alles klar. Rekrutiere 100 Soldaten. Schicke eine Armee zu jeder Stadt. Also drei Städte gewaltsam übernehmen. Vernichte alle Lebewesen. Und Nee, das machen wir nicht. Rohstoffe sammeln. Stadt mit Mauern. Für den Eindruck um 30.000. Verbinde drei deiner beeindruckenden Gebiete. So. Die postieren wir jetzt mal hier. Nach oben mit euch. Da brauchen wir noch ein bisschen Holz. Die Griechen bilden Krieger aus. Sie werden gewiss bald angreifen. Na, nicht so schnell. Okay, da brauchen wir noch einiges. Brauchen aber jetzt hier noch eine Waffenkammer hin. Hundert Erz, 2000 Holz. Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. An welcher Grenze? An der Grenze. Alles klar. Eine Krippe wollen sie noch haben, die kann. Das kann man. So. Okay, ich glaube, ich setze den mal auf Sammler und lasse den ein bisschen Getreide sammeln. Oh, wenn er sich nicht eingeschlossen hätte, so ein blödes Vieh.
Gruß für die Kreatur? Diese Griechen sind wirklich einzigartig. Jetzt muss ich ein Gebäude einreißen, weil das viel zu blöd ist, irgendwas zu machen. So ein Scheiß. Wir brauchen noch Holz. So. Wird fleißig weitergebaut. Setzen wir jetzt mal Wasser rum. Können wir hier nämlich weiter mit Feldern arbeiten. Hier bauen wir noch irgendwas hin, viel Ansehen gibt. Das ist manche Einflussbereich, egal. Wenn man das könnte. So viel dazu. Wir zum Beispiel noch einen Tempel hinsetzen. Häuser hier hinsetzen. Wieder wählt eine Stadt den ehrenvollen Weg der japanischen Erkenntnis. So, die machen wir jetzt mal. Ups. Machen wir jetzt mal alle zu Bauern. Bekehrter Bauer. Da hat jemand Erz dabei. Okay, das wird schon mitgetragen. Okay, dann können wir hier zum Beispiel noch... Ah, weiß ich nicht. Da Bäder bringen, glaube ich, am meisten, ne? Kommen wir noch ein Bad. Menschen baden gerne. Ein reiner Geist und ein gesunder Körper, ihr wisst schon. Und das bringt ja auch einen Haufen Eindruck und Einflussgebiet. Können wir nämlich da auch die Mauer bauen. Was sehr praktisch ist. Könnten wir hier noch hinbauen? Ich baue hier noch einen Bauernspeicher hin. Ja, weil die schreien nämlich wieder nach Nahrung.
Dem vergrößert das ebenfalls unser Einflussgebiet. So, was fehlte uns hier jetzt? Erz, 1000. Das kriegen wir hin. Kinderkrippe hinbauen. Mauer durchziehen. Können wir jetzt hoffentlich hier noch ein Torhaus hinbauen. Das sieht ziemlich scheiße aus, wie das. Nein, können wir nicht. So, das ist... Egal. So. Dreißigtausend muss der Eindruck sein. Lalala. So, wie sieht's aus? 59.000, das heißt 140.000 brauchen wir. Können wir unsere Sirenen wunderbar. Na dann. Auf. Oh, das war die. An die erinnere ich mich gar nicht. Oh, meine Ah, doch, Dolly, ja. Du siehst nicht gut aus. Was ist denn nur mit dir? Meine Güte, das Schaf ist nicht krank. Es bekommt Junge. Fangt die Lämmer ein, sonst verletzen sie sich. Das ist so, ein paar so ganz komisch. Wie weit die Viecher fliegen einfach. Ja, auf da rumzufuchteln. Ich will das jetzt machen. Da kommt noch eins. Achtung, da kommt es. Immer schön aufpassen, dass man am besten alle bekommt. Gleich ist es soweit. Na komm. Ich glaube, insgesamt musste man 20 retten. Oh, da kommt noch eins. Nein! Ich hab's verpasst.
Na komm, mach schneller. Achtung, da kommt es. Ganz knapp. Da kommen noch 4 Stück. Gleich ist es soweit. Viele Viecher das auch gebärt. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wie viele denn noch? Mal ganz kurz speichern. Ich werde hier gerade nervös, weil ich nicht sehe, was die Japaner machen. Oh, da kommt noch eins. Na komm, wie viele denn noch? Achtung, da kommt es. Hört ihr ja nicht, Elf? Ah, doch jetzt. Okay. Oh, meine Dolly. Jetzt geht's dir wieder gut. Und wir haben neue Spielkameraden. Geschafft, Herr. Gut gemacht. Ich weiß. Mir ist nur ein Lamm entwischt. So. Ihr denkt, eure Armee ist mächtig? Sie ist nichts gegen meine Armeen. Ein bisschen rekrutieren. Ups, jetzt habe ich ein paar Kinder eingesammelt. Egal. Bekehrte Brüter. Bekehrte Brüter. Ja, das ist eine echte Menschenfabrik. Je mehr Untertanen du hast, desto mehr Soldaten kannst du rekrutieren. Mal gucken, wie sieht es weiter aus. Holz, Erz, Bau von Häusern. So. Wie viel Eindruck hat von... Diese Griechen haben uns nichts getan, doch die Azteken befehlen uns, sie zu bekämpfen. Stadtgriechen. Sie haben eine Armee ausgehoben, dann wollen sie Krieg. Mit euch! Ah, noch... Weniger als 50.000. 47.000 fehlen noch. Aber das Land kriegt bitte gewaltsam über. Muss ich also auch machen, das ist das Problem. Mit leerem Magen kämpft es sich schlecht. Deine Soldaten brauchen deshalb die doppelte Ration. Denk daran! So. Ja, keine Einwohner mehr, ne? Das kann ich theoretisch kann gleich erobern. Ich kann das nicht abbrechen, ne?
Ah, okay. Ich möchte warten, bis sie ein bisschen größer ist. Noch. Kreatur sammelt Holz, Kreatur sammelt gleich Erz. Und hilft die Kreatur nachher beim Bau. Sehen. Eine Schmelze? Was haben die Griechen vor? Was macht man wohl mit einer Erzschmelze? Nicht Erzschmelzen. Anders sind ja die wissen das bestimmt. So. Weiter drauf. Können wir nämlich übrigens eine Mauer bauen. So. Sieht doch schon mal gut aus. Dann schicken wir hier, glaube ich, mal ein paar Wohnhäuser durch. Gehen wir jetzt hin. Eine Kreatur zum Baumeister. Lassen die ein bisschen bauen. Dann legen wir hier noch alles voll mit Feldern. Weil nach rechts müssen wir erstmal nicht mal ausbauen. Würde nicht viel Sinn ergeben. Der Eindruck, er steigt immer weiter.
das zu beschleunigen. Wir jetzt zum Beispiel einbauen. Das ist eine Kinderkrippe, da sind die Bäder. Wollen wir hier noch eine Universität hinpacken? So. Das Spiel ist so schön entspannt. So. Wie schaut das aus? Hundertzwanzig sollte erstmal. So. So. Vermerkte können noch. Hier zum Beispiel noch einer. Hier kann noch einer hin. Hier kann noch ein. Hier kann leider keiner hin, weil der ist vielleicht ein Platz. Hier kann aber noch einer hin. Und ein Tempel kann nie schaden, wenn er hier irgendwo Platz hätte. So. Letzter Mann fehlt noch, den lassen wir mal noch kommen. Ein Lagerhaus wollte ich noch bauen. Irgendwo hin. Muss ich das echt hier hinbauen? Nee, da passt es auch. Ich würde hier gerne irgendwo ein Lagerhaus hinbauen noch. Mein Gebiet ist noch nicht gut. Ah, kommt schon. Ein Lagerhaus noch. Okay. Ich will das gleich anders machen. Bereit.
Alles klar. Jetzt wird erobert. Ich reiß mal wieder die Mauern ab, die sind total unnötig. Die bringen mich nicht. Alles klar, jetzt können wir, glaube ich, hier ein Lagerhaus. Ah, können wir doch nicht. Hier waren die Mauern wirklich unmöglich. Wir haben die Stadt erobert. Okay, während das passiert, können wir hier mal die Mission machen. Hinterhalt im Wald. Schau mal bloß, der Spion muss durch den Wald. Er läuft schnurstracks in einen Hinterhalt. Wenn du die Schilder umdrehst, kommt er vielleicht sicher ans Ziel. Diese dämlichen Räuber folgen auch nur den Schildern. Wir können sie also in die Irre führen und dem Spion das Leben retten. So, aber bevor wir das machen. Ja. Speichern. Und ich sage dann bis zur nächsten Folge und tschüssi.